Namibia ist ein Land mit sehr begrenzten Süßwasserressourcen und verfügt über eine Wüste, die als die älteste der Welt gilt und in der es seit mehr als 10 Millionen Jahren keine Regenzeit mehr gab. In diesem Land wurde der Esel schon immer bevorzugt, da die Umgebung als zu hart für Pferde galt. Dem namibischen Wildpferd gelang es jedoch, sich dort niederzulassen. Das namibische Wildpferd ist keine einheimische Wildrasse, sondern eine Population von Hauspferden, die sich an die Bergwelt rund um Aus- und Garup angepasst haben. Die wahrscheinlichste Theorie zur Herkunft des namibischen Pferdes stammt aus einer Studie aus dem Jahr 2005. Es stammt von einem Gestüt in der Nähe von Kubu, auf dem deutsche Militärpferde gezüchtet wurden. Berichten zufolge wurden während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 Bomben über der Zuchtfarm abgeworfen und einige der Pferde entkamen. War das namibische Wildpferd zunächst völlig sich selbst überlassen, wird es nach und nach von der lokalen Bevölkerung und der Regierung unterstützt. Der erste, der einen Beitrag leistete, war Jan Kötzer, ein Mitarbeiter, der eine Lagerstätte in der Nähe des Sperrgebiets verwaltete. Er wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass das für die Lokomotiven vorgesehene Wasser trotz des Pumpstops weiterhin zur Verfügung steht. So wurde 1980 ein Stausee angelegt. Im selben Jahr wird das namibische Wildpferd in das größte Wildreservat Afrikas, den Namib-Naukluft-Nationalpark, aufgenommen. Auch bei großen Dürren wie 1998 und 1999, als der Mangel an Nahrungsmitteln zum Tod der Schwächsten führte, wird die Bevölkerung mobilisieren. Dann wird das namibische Wildpferd, das jedes Jahr Tausende von Touristen anzieht, vom Naturschutzamt geschützt. Einige glauben, dass es wahrscheinlich von Pferden wie dem Araber Shagia, dem Trakehner und dem Hackney stammt. Das namibische Wildpferd, das einen eher athletischen Körper und sehr harte Hufe hat, weist die Morphologie des Reitpferdes der 60er bis 70er Jahre auf. Die Farbe seines Fells scheint auf Kastanie und Lorbeer beschränkt zu sein, was die Mehrheit darstellt. Für ein Wildpferd gilt es als groß, hat eine Höhe von 1,45 Meter bis 1,60 Meter und ein Gewicht von 400 Kilogramm. Der Charakter des namibischen Pferdes wird durch seine Lebensweise fernab von Menschen beeinflusst. Er ist intelligent, ausdauernd und lebhaft, aber emotional. Sein Status als Wildpferd bedeutet, dass es nicht genutzt wird, sondern hauptsächlich als Touristenattraktion dient, wo dieses unbegrenzte Symbol der Freiheit sehr geschätzt wird. Sie wird in Namibia rund um die verlassene Stadt Garup und in der Kochab-Senke in der Karas-Region im Süden des Landes gezüchtet. Ein paar Pferde sind in Südafrika angekommen, aber das bleibt eine Anekdote. Es besteht kein Zweifel, dass die mysteriösen Ursprünge des namibischen Pferdes einen Teil seiner Anziehungskraft ausmachen. Wir können von dieser Rasse, die die Freiheit erlangt hat, nach ihren Gewohnheiten zu leben, nur fasziniert sein. Er löste sich vom Menschen, um sein natürliches Verhalten und sein eigenes soziales System wiederzuentdecken.